ein wichtiger Product Stream bei uns in der GKN-Driveline-Organisation, hat voll den Fokus auf Elektrifizierung. Wir haben heute schon sehr gute Produkte für Electrified Drivetrains am Markt und deswegen sind wir natürlich hier bei der CTI. Das ist eine Muss-Veranstaltung von uns. Und wie Sie schon richtig sagten, die Veränderung hin zu den Electrified Drivetrains spielt uns GKN als Lieferanten für den OEM natürlich zu. Und wir haben interessante Produkte, deswegen ist das für uns wirklich ein Vorteil. Und man sieht hier natürlich, glaube ich, generell, wie Sie schon sagten, an dem Wachstum der Veranstaltung, das spiegelt das Wachstum des Marktes wider für diese Elektrifizierung. Das ist schon eine tolle Sache. Man kann den Eindruck gewinnen, dass die Branche aber auch offensichtlich ihre Laune verändert hat. Denn in den vergangenen Jahren hatte man oft auch kritische Töne gehört, dass der konventionelle Antriebsstrang seine Bedeutung verlieren wird. Das scheint mittlerweile keinen mehr zu stören, oder? Nein, ich denke, man hat schon das Bewusstsein erlangt, dass es ja durch die Hybridisierung nicht ganz an der Combustion Engine vorbeigeht. Also wenn man sich die Zahlen anguckt, 2030, 25%, 30%, man sieht, da ist noch sehr viel Combustion Engine dabei. Die wird natürlich einfacher, die wird kleiner. Und ich glaube auch von der Antriebsleistung reduziert werden und dafür immer mehr elektrische Leistung installiert werden. Aber ich denke, ja, über den Lauf der Zeit hat sich die Branche mit dem Gedanken abgefunden, aber sich auch von den Produkten her sicherlich darauf eingestellt. Für Sie persönlich als Führungspersönlichkeit, wie viel strategische Informationen nehmen Sie hier aus Berlin mit? Können Sie aufgrund der Erkenntnisse einer solchen Veranstaltung Ihre Überlegungen und auch Ihre Strategie der Zukunft ausrichten? Ja, auf jeden Fall. Das ist ein wesentlicher Grund, warum ich hier bin, weil ich auch mit an der Strategie des Unternehmens arbeite und wir wollen natürlich sehen, wie sich der Markt entwickelt. Und das ist hier ein schönes Spiegelbild des Marktes. Wir sind von der Technologie, auch aufgrund der Fachvorträge, wo die Reise hingeht und last but not least auch in den Plenarvorträgen, wenn dann zum Beispiel BMW spricht, das ist natürlich für uns als Lieferant extrem wichtige Information, die wir dann direkt in unsere strategischen Betrachtungen einfließen lassen.